Und damit willkommen zurück zu Let's Play Man vs. Maschine, wieder mit dem Christian. Hallo und willkommen, meine Freunde. Und wir sind heute mal bei Ghost Town, wo gerade die Abstimmung zum Glück fehlgeschlagen ist und wir auch weiter bei Ghost Town bleiben. Und nee, ist ja noch nicht fehlgeschlagen. Ah, jetzt. Ja, zum Glück. Sonst wäre das irgendwie scheiße. Selbstmordattentäter. Hier unten sind gerade ganz viele Leute. Und ich habe jetzt keinen Sound an. Vielleicht mache ich mir dann noch eine kleine Ecke an. Mal schauen. Ist kein Sound an. Oh, das ist ja kriminell hier. Nee, der ist so laut in Team Fortress. Das ist das ganze Problem. Wenn ich den in wenn ich den halben Millimeter über der Minimaleinstellung habe, wäre ich schon fast taub. Und daher, naja. Oh, am Spawn kommen sie. Das sind ein bisschen viele hier. Ja, ne? Ich mich gar nicht daran erinnern, dass es so losging. Ja, wir haben es ja lange nicht mehr gezockt. Ja, das stimmt. Ah, oh, damn it. Und vielleicht mal so als kleinen Hinweis für alle Zuschauer, ich werde es, denke ich, so machen. Es wird ab und zu mal noch Man vs. Maschine kommen, aber relativ selten, da ich momentan ja viele Projekte habe. Ende Mai, jetzt kommt ja auch nochmal ein neues. Und halt, Man vs. Maschine wird nicht beendet, aber ab und zu kommt halt einfach mal. Werdet ihr ja dann mitkriegen. Genauso auch wie Company of Heroes auch ab und zu mal kommt. Seht und staunet, meine Freunde! Es ist ein Video. Oh, hier, Es ist der neugeborene Jüngling. Des Herrn. Wie heißt denn der Herr? Jesus Christus. Ah, finde ich gut. Er hat einen Sohn geboren namens Jesus Christus. Das ist dann so eine unbefleckte Empfängnis, ne? Es geht nicht ab, Alter. Ja, die sind gerade ein bisschen am Rad drehen, sag ich mal. So. Eins für dich und auch scheiße. Doch. Mensch, das war ja übertrieben, ja. Ich muss beim nächsten Mal dann ein bisschen Laufgeschwindigkeit hochnehmen. Ach, apropos, ich habe ja noch gar nichts reingetan. Oh, du bist ein Held. Na klar. Ich bin einfach der Beste in diesem Spiel hier. Ich habe hier, ich hab noch überall einen Platz 1 und ja, ich bin einfach ein Held. Bist du dir das sicher? Nope. So, schraub mal deine mal ein paar an der Birne. Ja, das läuft gut, das läuft gut. So. Das. Bist du das hier? Ja, das bist ja, du. Ja, das bin ich. Da hier laufen gerade wieder Spione rum, daher wollte ich fragen. Ich gebe den Direktschaden, aber der kriegt keinen Schaden. Hm, ja. Wer will das? Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du meinst ja die großen Demo-Man, ne? Ja, jetzt. Dieses sauren kleine Stück mit den Typen. Na komm. Sehr schön. Zack. Ich habe gerade wieder deine festliche Penisbox drin. Finde ich gut. Das Ding, das läuft relativ gut. Ich spiele auch mit der, die ich habe, spiele ich auch gerne. Ich mag die. Sentry Master ist down. Oh, oh, da kommen sie. Jetzt wäre die Aufwertung ganz sinnvoll gewesen, weil beim Heavy zerstört es dann ja Projektile, die ja gerade angeflogen kommen. Oh, was, Alter? Ich bin immer zurückgeglitscht, wo ich gerade geschossen habe, hab mich selber gekillt. Hey. Ich bin ein Held, oder? Ja, natürlich. Dankeschön, dankeschön. So, haben wir zweimal Bewegungsgeschwindigkeit drauf, ja? Na, kriegt man noch drei. Ich nur noch drauf, dass du irgendwann mal das Bundesverdienstkreuz bekommst, aber das dauert noch ein Stück. Wow! Alter, 30 Hitpoints. Holy. Wow, wow, wow. Au. Miau. So, nicht gerade nett von denen, also. Ach, das ist aber nett von dem, dass der mich wiederbelebt. Ja, hallo hier. Hallo, mein Hübscher. Hast du heute schon was vor? Gut, jetzt bin ich tot. Ah, jetzt kann ich mal die Aufwertung machen, immerhin. Und am Auge kratzen, ganz wichtig. Ach, Pollenallergie lässt grüßen. Oh, damit habe ich dieses Jahr zum Glück nicht so viel Probleme. Ah, scheiße. Na, ich hatte so eine Anti-Immunisierung. Hurensohn am Spawn. Ich hatte ja eine Anti-Immunisierung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Aber gerade bei Raps und so haut's trotzdem noch mal durch. Da juckt's manches mal ein bisschen. Was haben denn die für Kisten auf dem Kopf, Alter? Das ist einfach so, keine Ahnung. Achtung, sie kommen! Ich sehe, dass ich lange noch mal gespielt habe. Das merke ich jetzt. Was haben wir vor 2 Tagen 3 Stunden lang gemacht? Ach, keine Ahnung. Außer geredet. Alles war jetzt auf jeden Fall ganz schön knapp, muss ich sagen. Stopp da, wo du bist, scheiß Sentry. Ach egal, kann mich mal am Arsch lecken. Sentry, warst du hinter dir? Oh, bei dir, keine Ahnung. Oh, ich habe ein größeres Problem gerade. Alter, was kommt dort unten alles angelaufen? Ein paar Penisköpfe hier. Und sind auch ganz viele Leute. Die habe ich bestimmt nicht eingeladen. Ich aber. Bin ich mir sicher. Wow. Boah. Oh, scheiße, keine Muni mehr. Leute, das müsst ihr mir sagen, wenn ich keine Muni mehr... Das ist ein großer Peniskopf. Der Penismacher. Alter, der Spion hier, der leistet ganz schön Arbeit hier. Ja. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht überzeugt davon, dass man als Spion hier so gut spielen kann, aber manche schaffen es doch irgendwie. Ja, na, es gibt richtiges Skill als Spion. Ja, das stimmt. Au, Vater, hab ich selber wieder abgeschossen hier. Alter, wie hier Raketen nach rechts und links fliegen, ist ja... Ist unglaublich. Ist ja was Schönes hier. Boah. Moment, normalerweise kann ich doch hier auf meinen geheim-geheim-geheim-Spot drauf. Boah, ich habe keine Muni mehr. Schießt man natürlich auf den großen hier. Lauf, lauf, verdammt nochmal, lauf. Und das Ding steht genau richtig, oder? Ah ja, da hinten bist du wieder. Naja, nicht wirklich, aber egal. Boah. Alter, Alter. Oh, Gottes Willen. Hunde, ist was los? 99 Leben. Und wieder voll. Trottel! Hey, wir haben mich gerade abgeschossen hier. Aua, wer trifft mich denn hier? Alter, wer hat mich ja bitte getroffen? Der hat mich Critical Hit. Au, 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 au. Verdammt. Ich hab 13 Kills. Ich hab 8 Kills, 2 Tode. Ich will mal wissen, wie das ist, wenn jeder Heavy hat. Bitte? Wenn jeder Heavy hat, das geht bestimmt relativ ab. Wäre ich mir gar nicht so sicher. Ach, glaube ich schon. Buffdauer hätte ich mal nehmen müssen. Oh, verdammte Hurensöhne. Oh, hinten am Spawn. Am Spawn sind sie. Hab den gar nicht gesehen, da war viel zu viel Rauch in der Luft. Naja. Aber dafür ist der Heavy 3 weg. Oh, ich glaube, ja, da kommt den nächsten. Alter, du kleiner Scheiß Heavy. Ah, ich fliege in die Masse und sterbe. I das believe so. I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dämlicher Sniper, stirb. Stirb, Kartoffel. I can fly. Ja, auch mal hier einmal ein paar Raketen, na ja. Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Ist ja bald wieder. Nö, eigentlich nicht. Ach komm, die Zeit wird schnell rumgehen. Guck mal, wir haben April. Ende April. Ich meine, weißt du noch, als du damals los bist, wo wir alle dachten, oh, das dauert eh ja, bis da wieder da ist, der Typ. Das war doch vor 3 Minuten, Alter. Eben, du bist bald wieder daheim. Ah, ich bin schon so gut wie daheim eigentlich. Du stehst schon mit dem Fuß in der Haustür, ne? Ja, eigentlich schon. Möchte auch sein. Na, machen wir mal für euch
ein paar mal auch mal ein bisschen was anderes, was wir jetzt noch nicht verraten, ein bisschen Outdoor-Gewimmel. Wie zum Beispiel einen Überfall auf Polen haben wir geplant und wir wollen Paris einnehmen. Im Paaren rückwärts, das ist ganz wichtig. Wie es damals die Franzosen gemacht haben, macht bestimmt Spaß. Nee, und wir wollen auch mit einem Panzer in Drive-In von McDonald's fahren. Das haben wir uns auch vorgenommen. Nee, wir machen ein bisschen Survival-Videos mal. Bisschen was so zur... ein bisschen Real-Life-Scheiße, dass ihr da endlich mal, genau, was von Kackpratze eure Real-Life. Videos moderiert. Bisschen also Real-Life. Ich würde euch raten, wenn ihr solche Videos habt, dann schaut nicht auf mein Gesicht, sonst erblindet ihr wie damals bei Sodom und Gomorra. Wenn ihr zurückschaut, werdet ihr einfach zu einer Salzsäule. So geht's euch auch, wenn ihr mich anschaut. Kann ich keinem empfehlen, ja, ich würde einfach mal sagen, so ein bisschen Zombie-Apokalypsen-Scheiß. Weil gerade American Style hier, da läuft das, Leute. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, die Ehen hatten mal so ein Kickstarter-Kampagne gemacht, wenn die so und so viel Geld bekommen halt, machen die so ein Fake-Zombie-Survival-Set und wenn die noch mehr Geld bekommen, machen die ein richtiges. Waffe. Ja, mit einer Granate und Waffen drin, halt, das ist so ein Scheiß. Und aber in Amerika, da kannst du es wahrscheinlich wirklich kaufen. Ganz ehrlich, wenn eine echte Handgranate dabei ist und wenn man das legal erwerben kann, das wäre schon ein Grund, wieso ich mir das kaufe. Stell mal vor, wenn da die kleinen Kinder das als Spielzeug mit in die Schule nehmen und dann lassen die aus Versehen den Stift aus der Handgranate raus, als doch kein Spielzeug ist. Was denkst du, was das für ein Aufschrei gibt? Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist ein Zombie-Apokalypse. Bald ist ein Zombie-Apokalypse da. Pack ganz schnell das Survival-Pack aus. Und zieh den Stecker aus der Handgranate raus. Lustig, lustig, tralalalala. Mama und Papas Arme, die fliegen weg. Und also, dass kein Daumen hoch wert ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall immer auf Abonnieren klicken bei V plus Soma und V Soma. Links dazu in der Videobeschreibung. Ja, ist auch an meine Abonnenten. Ich weiß nicht, ich habe damals mal aufgerufen, auf V Soma zu abonnieren. Das ist mein Call of Duty Channel, aber anscheinend mögt ihr keinen Call of Duty. Deswegen könnt ihr es auch bei mir als Let's Play schauen. Oh, Fotze. Ich sterb nicht. Achso, ich dachte schon, du redest mit mir. Gerechtfertigterweise. Ich hab's überlebt. Wir haben den Schaden am Tank. Ach, das steht ja bei uns noch hier gar nicht da. Ach, danke. Solche Fotzen. Ich habe mir jetzt übrigens auch noch ein ehrgeiziges Projekt gemacht. Ich möchte jetzt hinter alle meine Videos noch den Kürzel, also da wo es zutrifft, HD machen, dass die Leute wissen, dass es in HD ist. Weil viele haben das ja... Definition, meine Freunde! Aber ich habe es halt nicht, weil gerade bei manchen Videos ging es vom Rendering her, ne? Da war es dann leider nicht HD. Aber der Rest sollte eigentlich alles HD sein. Take down! Ein oder zwei Videos auch in Full HD, muss man ja auch mal sagen. Aber das sind nur kleine Videos. Gerade der Adventskalender, das erste Video vom Adventskalender war in Full HD gewesen auf jeden Fall. Und so viel mehr durfte dann nicht gewesen sein. Ah! Oh. Motherfucker! Ja, jetzt können wir auf jeden Fall wieder tunen hier und nehmen wir nochmal Buffdauer rein. Raketenspezialist und ein bisschen Leben bei Abschüssen. Ich habe eigentlich alles abgegradet soweit, aber... Was die Crit-Tube? Ja, doch, die Zweitwaffe könnte ich mal doppelt die Schusssequenz. Upgraden, das wäre, denke ich, mal ganz geil. Oder Feldflasche. Meine Feldflasche in Real Life ist eh viel cooler, also. Hast du die Thomas-Lach drin? Nee. Nee, ich hab die Natascha drin. Ist so leise, Alter. Die Tomislav oder meine? Deine. Hä? Jetzt mache ich mal Kritschub rein und das andere Dings, ja? Und dann schießt das Ding halt trotzdem nicht schneller. Aber es macht halt... Oh! Errungenschaft, boah, hallo, boah, meine boah. Freunde! Alter, was war das jetzt? Oh, meine Freunde! Ups, du hast Errungenschaft bekommen. Ja, habe ich doch gesagt. Geil. Das war wegen diesen Crit-Shoop-Dings da. Nur kleine Nummer rein hier. Das macht einfach viel mehr Schaden mit diesen
kritische. Habe ich jetzt einmal gemacht, ich hoffe, dass es was bringt. Na, deine Schüsse könnte es zweimal höher. Das heißt, du schießt schneller, sozusagen. Und du machst nur mehr Schaden, das ist geil. Das ist echt geil. Hauen wir nochmal rein hier. Boah, ja. Oh, au! Scheiße. Boah! Schwuler Typ am Spawn. Ah, den kriegen wir weg. Gay. Geh mal auf den Tank. Ja, mach ich gleich mit. Ach ja, der ja. I see. Du bist vor mir, genau. Weil wir gleich beide die Feldflasche genutzt haben. Gut, Tank ist bald weg. Ah, das kriegt man hin. Ey, von hinten? Aber dafür ist hinter uns jede Menge los. Müssen wir auch gucken. Ach du Heilige. Schaffst du den Tank ja, ne? Ja, der Tank ist weg. Gut. Dann kümmere ich mich ja schon mal um den nächsten. Einfach so an mir vorbeischleichen. Klein. Fuck me. Nein, er hat's gleich geschafft. Und hier gleich der nächste. Achtung. Nein. Ja, weg. Weg sind nein, sie. Granaten. Ja. Mist. Nein, nicht wiederbeleben. Oh geil, der verstärkte Verbundpunkt, das neues Item von Team Fortress im Shop für ungefähr 4 Euro erhältlich, ich glaube für 3,59. Ich weiß nicht, was er bringt, ich werde bei Gelegenheit mal ausprobieren und euch dann mal ein Ergebnis mitteilen, wenn ich dran denke, was ich sowieso nicht mache. Weil ich einfach ein Genie bin. Ich versuche mal die Typen hier ein bisschen vorne zu halten, ach du Scheiße. Ja, ich versuche mal hinten den wegzumachen, da er die Bombe auf dem Rücken hat. Na, ich halte hier gerade 5 von diesen fetten Demoments vorne. Oh je. Weil die halt auf mich gehen und die laufen irgendwie nicht zur Bombe. Ja, jetzt laufen sie zur Bombe. Ja, die Bombe ist ja eh gerade bei uns. Hinten. Aber vorher muss ich kurz mein Leben auffüllen und meine Muni vor allem. Jetzt kommt noch neue von rechts, oder? Oh ja. Wow, Sniper. Alter, du dämlicher kleiner Verfitter. Ich bin so tot. Mach dich kaputt. So. Alter, was kommt denn da alles? Hab ich dir doch gesagt. Ich hab da ein bisschen aufgehalten. Ach du. Kennst du schon Mahmoud? Adore Dieu. Boah. Und auch wenn ich es eigentlich ja nicht erwähnen wollte, aber für alle, die es interessiert, heute ist der 20. April, der Geburtstag des Führers. Sein und gestern war mein Geburtstag natürlich. Bitte? Mein Geburtstag interessiert natürlich wieder keinen. Deiner war gestern, gratuliert ihm alles Gute nachträglich, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, bitte schickt mir alle ein bisschen Abonnenten. Würde ich mich sehr drüber freuen. Als Geburtstagsgeschenk. Also von den zwei Leuten, quasi ich und du, die meine Videos schauen, abonniert ihn. Das wäre ja quasi ich, der das aber schon getan hat. Aber vielleicht in 1-2 Jahren, wenn das Video dann noch 100 Aufrufe hat, dann... Wir werden nie groß, Dieter. Wir werden nie groß. Möchte es sein, dass wir nie groß wären? Nee, ich meine, wir werden nie bekannt auf YouTube. Oder ich glaube zumindest. Guck mal, mich kennen 68 Leute. Momentan. Und nur einer davon bin ich. Ja, Zweitkanal. Oh, fuck mal. Ganz vielleicht auch noch die Info. Ich habe einen Zweitkanal. Allerdings einfach nur aus Spaß. Ich will ihn vielleicht mal nutzen, aber da ich der Meinung bin, dass es nicht so viel bringt, werde ich dann einfach alles auf meinen Hauptkanal